Moin Moin, willkommen zur zweiten Runde. Gestern gab es ja schon einmal die Projektkurzvorstellung. Verschiedene Projekte stellen sich jetzt eben ganz kurz in 2 Minuten vor und sagen denn, was an ihrem Projekt nun toll ist und warum man sich unten entweder den Stand angucken soll oder den jeweiligen Referenten nochmal mit Fragen löchern sollte. Das geht denn auch gleich los mit TNT-Net. Ja, hallo. Ich will euch ein bisschen was erzählen über TNT.NET. Ganz kurz, was ist TNT.NET? TNT.NET ist ein Web-Applikations-Server für C++. Das heißt, ich kann mit C++ Web-Applikationen erstellen. Die Seiten, die ich damit mache, die sind sehr schnell, die werden kompiliert. Ich kann C++ in HTML direkt einbetten und eben im TNT.NET Webserver ausführen. Wir kriegen native Web-Applikationen, die sind echt sehr, sehr schnell und ich kann eben die Sprache C++ ausnutzen, um eben sehr komfortabel und umfangreiche Webprojekte damit zu realisieren. TNT.NET ist ein eigenständiger Server. Ich brauche auf den Produktionsserver, wenn ich das jetzt laufen lasse, keinen Interpreter oder Compiler, sondern die werden wirklich native ausgeführt. Das hat eben Sicherheitsvorteile und auch Geschwindigkeitsvorteile. Wie sieht das aus? Applikationen werden entwickelt mit einer Template-Sprache, die nennt sich ECPP. Die werden kompiliert über einen ECPP-Compiler in C++. Ich kann C++-Klassen hinzulinken und auch natürlich selbstverständlich beliebige C++-Bibliotheken stehen mir zur Verfügung und heraus kommt eine Shared Library, die ich im TNT.NET Webserver ausführen kann. Ja, das Ganze wird natürlich über ein Makefile oder ein anderes Bildsystem gesteuert und wer mehr über TNT.NET erfahren möchte, das vielleicht auch live erleben möchte, der kann gern runter zu mir an Stand kommen und da können wir mal über die Möglichkeiten genauer diskutieren. Okay, vielen Dank. Moin, ich bin Frank von der Toppoint und möchte unseren Frickeltreff ein wenig bewerben. Wir treffen uns jeden Freitagabend und hauen uns die Nacht mit Elektronikbasteln um die Ohren. Gestern habe ich ja schon mal die Lampe hier aufgebaut. Heute möchte ich vielleicht auch noch was zur Beleuchtung sagen. Ein kleines Demo-Projekt haben wir unten am Stand, wo man das Flackern von einer Glühbirne untersuchen kann und auf dem Bildschirm sich angucken kann. Das ist eine Schaltung, die mit 3 Bauteilen aufgebaut ist. Also eine ganz einfache Einstiegsgeschichte. Ja, Frickel, wir treffen uns zum Basteln mit Elektronik oder anderen Dingen. Das ist ganz frei eigentlich, ein ganz breites Themenspektrum. Zum Beispiel Elektronik vernähen kann man auch, haben wir auch ein kleines Exponat. Leider noch nicht so viele Leute, die da mitmachen. Also wenn jemand Lust hat, da mal rum zu experimentieren, wir sind da bereit, damit anzufangen. Wir haben erste kleine Anfänge. Naja, entscheidend ist immer, dass man selbst aktiv wird und macht. Das ist so in der Toppoint natürlich auch ein bisschen Grundstruktur, dass man sich gegenseitig befruchtet mit Ideen, dass man sich gegenseitig hilft mit den ganzen Informationen, wie das alles funktioniert, dass man Vorträge macht und Workshops und Spaß hat dabei, bei Technik. Jo. Ich glaube, ich mache den nächsten. Ne? Ja. So, dann stelle ich auch gleich noch die Toppoint an sich vor, unseren Hackerspace, in dem unter anderem auch Frickel eben unterkommt. Spaß an Technik haben wir also nicht nur beim Elektronikbasteln, sondern auch mit PCs, mit Linux, mit Open Source und Routern natürlich, Freifunk-Routern. Freifunk haben wir so noch einen extra Vortrag heute, beziehungsweise auch Mini-Vortrag. Und ist ein großes Thema bei uns. Techniktreff, das ist jeden Donnerstagabend. Da beschäftigen wir uns ganz allgemein mit Computertechnik, mit Open Source, mit Linux. Freifunk ist jeden ersten Donnerstag im Monat ein Treffen. Und bis auf den 3. Donnerstag im Monat, da findet der Techniktreff
nicht statt, weil da die Vorstandssitzung ist. LPI haben wir jeden zweiten Mittwoch im Monat einen Treff. Das ist so ein bisschen Vorbereitungstreff für die LPI-Prüfung. Man kann aber auch einfach, wenn man Lust hat, ein bisschen fundiertere Kenntnisse über die Linux-Kommandozeile und Linux an sich zu sammeln, da einfach vorbeischauen. Es ist eine nette kleine Runde, in der man gemütlich diese Themen auseinandernehmen kann. Montags haben wir die Chaosküste, die den Chaos-Treff veranstaltet. Und Schulungen und Workshops haben wir eine ganze Liste von Themen, die wir da anbieten. Wir haben da eine Liste unten ausgelegt, wo man sich das schon mal angucken kann, was es alles schon gibt und auch ankreuzen kann, wo man Lust hat, irgendwie mal mitzumachen und Vorschläge machen kann, was man da mehr noch haben möchte. Also es wäre ganz schön, wenn von den Formularen da ein bisschen was mitgenommen würde und ausgefüllt, dann können wir da ein bisschen mit neu durchstarten, da wir das inzwischen in Eigenregie organisieren. Ja, danke. Ja, guten Tag, ich bin Martin Gummi, ich bin Schura-Bazerzert und damit das gleich das erste Fremdwort. Was ist eigentlich eine Schura? Das ist ein Identitätsprüfer. Die nächste Frage haben wir, was ist überhaupt CAZert? Schauen wir nochmal nach. Eine Zertifizierungsstelle ist das. Und zwar eine, die X509-Zertifikate unterschreibt. Das macht eine Zertifizierungsstelle. Da gibt es einerseits die kleinen Zertifikate, die man zum Beispiel zum Anmelden an Webseiten verwenden kann. Die Serverzertifikate, die wir eigentlich alle nutzen, wenn wir irgendwie Online-Banking machen oder eine sichere Verbindung zu einem Dienstanbieter aufbauen. Und die Code-Signing ist für Signierung von ausführbaren Dateien zum Beispiel, um sicherzustellen, dass die auf dem Weg vom Provider zum Kunden nicht verändert werden. Gut, des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die Assurance für Organisationen zu vereinfachen, die sogenannte Organization Assurance. Ebenfalls ist es möglich, seinen eigenen PGP-Key von dem CAZert PGP-Key unterschreiben zu lassen. Und die Überprüfung der ganzen Identitäten läuft nach dem Web of Trust-Prinzip. Und das wird bei uns nicht einmal, auch nicht zweimal, sondern gleich dreimal gemacht. Das wär's. Hallo, heute nochmal von mir was. Mein Name ist Jan. Was ist REX? REX steht für Remote Execution, sprich es ist ein Remote Execution Framework oder auch Server Orchestrierungs Framework. Geschrieben ist es in Perl. Die ganzen Anweisungen, die man da reinschreibt, damit sie auf seinen Servern ausgeführt werden, werden auch in Perl geschrieben. Ist eine vereinfachte DSL, die man da verwenden kann. Um einfache Sachen zu machen, wenn man komplexere Sachen machen will, kann man das natürlich auch machen, indem man ganz normal sich irgendwie ein Perl-Modul von CBAN zum Beispiel einbindet, zum Beispiel wenn man auf ein ILO oder auf ein DERAC oder so zugreifen möchte. Für die Leute, die in die Vergangenheit reisen können unter euch, gestern um 15 Uhr habe ich darüber einen Vortrag gehalten. Für die Leute, die nur in die Zukunft gehen können, so wie ich, wir haben hier eine super Technik, die hat das alles aufgenommen. Den gibt es dann auch irgendwann mal auf YouTube zu sehen, soweit ich weiß. Ist schon drauf, also ha. Genau, wie lange habe ich noch? Ungefähr so, dann drücke ich noch weiter. Es gibt verschiedene Probleme natürlich im Ops-Umfeld, unter anderem das Problem, dass die Live-Server oft von den Ops-Leuten administriert werden, deployed werden. Die deployen oft anders, wie das die Entwickler machen, weil die Entwickler sind ja komische Leute und die Entwickler denken, die Ops-Leute sind komisch, deswegen spricht man da oft nicht so miteinander. Deswegen sind die Test-Server oft durch die Entwicklungsleute betreut und ja, die deployen natürlich auch selber mit eigenen Skripten, haben vielleicht auch ein anderes OS. Und um das Ganze zusammenzukriegen, um das Ganze rund zu machen, damit man ein ordentliches Testsystem hat, was vielleicht auch so ist wie das Live-System, was von Vorteil ist,
gibt es mehrere Tools. Rex ist eins davon. Wie gesagt, der Vortrag ist schon auf YouTube. Ja, moin, ich bin Andreas von der TopPoint und von Freifunk Hamburg, da steht Kiel, das gibt es auch. Freifunk gibt es in vielen Städten und Freifunk, da geht es im Grunde darum, diese schönen Geräte über die Stadt zu verteilen und darüber dann freies, offenes WLAN für jedermann anzubieten, freien Zugang zum Internet und warum das cool ist und wie ihr eure YouTube-Videos GEMA-frei gucken könnt, erfahrt ihr dann um 15 Uhr, dann machen wir nicht noch einen Vortrag, da wird das genauer erklärt. Ja, hallo, Michael Christen, ich bin der Architekt von Yassi. Yassi ist eine Open Source bzw. freie Suchmaschine, aber nicht eine Suchmaschine für freie Software, sondern eine Software für Suchportale, die Open Source ist. Man sieht hier ein Suchfenster, das ist das Suchportal der Free Software Foundation. Da hat man ein Suchportal nur für die Webseiten von denen. Aber unsere Grundidee war, dass wir eine große Suchmaschine machen, eine Suchmaschine, die Milliarden von Dokumenten hat. Und wie macht man das? Das macht man gemeinschaftlich, indem diese Software als Peer-to-Peer-Software funktioniert und dann eben ein großes Netz bildet, ein Netz, in dem der Index ausgetauscht wird, wo ganz viele Freiwillige sind und es gibt eben kein Rechenzentrum. Sondern nur die Rechner der Freiwilligen zu Hause, die eben die Yassi-Software betreiben. Das ist die eine Version, was man machen kann. Die andere ist ein Suchportal machen. Und es gibt noch viele andere Anwendungen, die ich dann nachher um 2 Uhr im Vortrag alle zeige und außerdem auch noch eine große Demo mache. Also mindestens die Hälfte des Vortrags wird dann eben eine Demo sein mit ganz vielen Fragen und jeder kann dann sehen, was er selber damit anfangen könnte. Ja, ich freue mich auf den Besuch und bis nachher.